Herzlich willkommen zurück bei unserem Grüne Woche Spezial, liebe Zuschauer. Hier dampft es schon richtig bei Felicitas. Wie weit bist du denn mit deinem Pasta-Gericht? Ja, also ich habe jetzt erstmal mit der Soße und dem Gemüse angefangen. Ich habe hier Kürbis gebraten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast. Das Schöne ist, dass Kürbis so eine eigene Süße hat. Gerade der Hokkaido, und den muss man auch nicht schälen. Deswegen nehme ich immer Hokkaido. Und du siehst, wie schön braun davon ganz alleine wird. Ne? Eben durch diese Stärke und den Zucker wird er so richtig schön knusprig, innen drin richtig cremig. Dem Hokkaido muss man auch schön Zeit geben in der Pfanne. Also wenn man Kürbis brät, sollte man, wie ich, am besten eine sehr große Pfanne nehmen, sodass jedes einzelne Stück auch auf dem Pfannenboden liegt und nicht übereinander. Hier habe ich jetzt unsere Marzipansoße angefangen. Und zwar habe ich hier ein ganz normales Sahnesüßchen angesetzt, mit Zwiebeln, Knoblauch angeschwitzt. Dann habe ich das Ganze mit Weißwein, Brühe und Sahne aufgegossen. Eben nicht nur Sahne, damit es ein bisschen leichter wird. Und jetzt werde ich hier ein Stück Marzipan reingeben. Nicht so, dass man denkt, das ist jetzt eine Nachtischsoße, sondern dass man nur so das hintenrum so ein ganz bisschen so, dieses Aroma Nussiges hat. Genau. Und hier habe ich noch unser Topping schon mal vorbereitet. Bei mir gibt es natürlich wieder nicht nur Parmesan, sondern ich werde eine Mischung machen aus Parmesankäse, gerösteten Haselnüssen und Dill. Und Dill? Dill gibt es doch sonst nur bei Fisch? Ich merke schon, das ist wieder so ein richtiges Felicitas-Gericht, ja, mit Dingen, wo man denkt, die passen doch eigentlich gar nicht zusammen. Und dann ist es eine Explosion im Mund und man denkt, super, hat sie das wieder hingekriegt. Also, wir sehen uns dann gleich wieder, Feli. Genau. Ne, lass hier nichts anbrennen. Nein. Ich halte die Stellung. Liebe Zuschauer, 7 der größten Lebensmittelverbände haben 2012 den Verein Die Lebensmittelwirtschaft gegründet, um mit den Verbrauchern in den Dialog zu kommen und das Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Nach einer aktuellen Studie scheint der Verein auf einem guten Weg zu sein. Ich begrüße jetzt den Geschäftsführer, Herrn Stefan Becker-Sonnenschein. Herr Becker-Sonnenschein, ich habe es ja schon erwähnt, mehr als die Hälfte der Verbraucher vertrauen deutschen Lebensmitteln. Ist das für Sie auch persönlich ein tolles Ergebnis? Also für uns ist das ein besonders tolles Ergebnis, dass eine Kommunikation entlang der gesamten Prozesskette gemacht wird. Und dass damit natürlich auch innerhalb der Prozesskette die Kommunikationsaktivitäten insgesamt stärker geworden sind, was dazu geführt hat, dass die Leute ein besseres Verständnis von der Herstellung und Zusammensetzung der Lebensmittel bekommen haben. Wir leiden ja etwas darunter, dass umso mehr man in den Städten wohnt, umso weiter man weg vom Landleben ist, überhaupt nicht mehr genau mitbekommt, wie kommt die Ware vom Acker in das Verkaufsregal, in das Kühlregal. Und hier in dieser Prozesskette eben Verständnis zu schaffen. Das ist eine erfreuliche Nachricht, dass wir da es geschafft haben, dass die Leute sagen, die Informationen kommen besser bei uns an. Ja, um den Zuschauern vielleicht auch mal klar zu machen, wie erfolgreich das ist, wäre es ganz schön, wenn Sie noch mal Ihre Ausgangssituation damals 2012 schildern. Ja, in 2012 war es ja so, dass man schon sehr stark angegriffen wurde, dass ein großes Misstrauen da war, dass man nicht genau wusste, wie die Hersteller mit den Inhaltsstoffen umgingen. Dann gab es die große Diskussion um die Lebensmittelinformationsverordnung, wo es ja auch darum ging, die jetzt umgesetzt wurde, die Kennzeichnung sauberer zu machen, die ganzen Informationen zur Verfügung zu stellen. Und da sind ja in den vergangenen 4, 5 Jahren schon sehr viele Sachen passiert und jetzt langsam, da die Branche eben auch selber aktiver in der Kommunikation teilnimmt, zeigt es sich, dass mit der besseren Information auch das Vertrauen in die Produkte wieder wächst. Und das ist sehr erfreulich. Sie sagen es, Wissen fördert Vertrauen. Herr Becker-Sonnenschein, laut Studie fühlen sich, muss ich jetzt hier nochmal abgucken, 19% der Verbraucher sehr gut und ausgezeichnet informiert. Im Vorjahr waren es nur 12%. Also da haben wir einen Anstieg. Aber wenn ich jetzt diese Zahlen sehe, denke ich, das ist ja durchaus noch ausbaufähig, oder? Es ist auf jeden Fall ausbaufähig, sehr gut und ausgezeichnet. Das ist natürlich die Zielgruppe, die sich sehr intensiv mit Lebensmitteln auseinandersetzt, weil sie zum Beispiel Haushaltsvorstand ist und für die Familie kocht oder eben in irgendwelchen anderen Bereichen unmittelbar mit der Herstellung von Essen zu tun hat. Man muss aber auch wissen, dass es ganz viele Menschen gibt, die nicht unmittelbar mit der Herstellung oder mit dem Kochen oder mit diesen Lebensmitteln zu tun haben, sondern einer anderen, in Anführungszeichen, anderen Arbeit nachgehen und sich nur bedingt mit dem Thema Lebensmittel auseinandersetzen wollen, die dann auch sagen, naja, das, was ich an Informationen habe, genügt mir, ich vertraue ohnehin schon, aber noch mehr Informationen will ich nicht haben. Das sind immerhin fast jeder Zweite, der sagt, ich fühle mich gut informiert, gebt mir nicht noch mehr, sonst verwirrt ihr mich. Und hier ist es ganz wichtig abzuwägen, welcher Zielgruppe gibt man eben welche Informationen. Und das ist eine Leistung, die wir auch mit unserem Verein geschafft haben, dass wir eben gesagt haben, man kann nicht mit der Gießkanne eine Information für alle machen, sondern wir müssen schon ganz gezielt schauen, welche Informationen gebe ich an welche Zielgruppen.
Gut, beim Thema Information sind wir natürlich ganz schnell bei dem Schlagwort Transparenz, ja, immer wieder diskutiert, auch in den Medien. Wo liegt da bei Ihnen die Grenze der Transparenz? Wie viel Transparenz brauchen wir? Transparenz ist ein Begriff, der, wenn er übertrieben wird, sehr schnell umschlägt in Kontrolle, dass man kontrolliert wird und das transparenteste Leben führt man sozusagen im Gefängnis, da weiß man, wann man aufsteht und was es zu essen gibt und wann das Licht ausgeht und so weiter. Das ist etwas, was wir nicht wollen und schon gar nicht im Bereich Lebensmittel. Der Wunsch der Verbraucher, das haben wir auch gesehen in der Transparenzstudie, dass sie sozusagen gesetzlich reguliert und vorgeschrieben bekommen, was sie zu essen haben, ist sehr gering. Da haben sich über 70% dagegen ausgesprochen. Transparenz bedeutet nicht die Detailinformation haben zu wollen, wie wurde das Marzipan, wie es jetzt hier in den Nudeln drin gemacht wird, im Detail hergestellt, sondern man will sich darauf verlassen können, dass ein Prozess eingehalten wurde, den man insgesamt verstehen will. Da sind Mandeln drin, die kommen aus einem fernen Land, da muss es Regeln geben, dass die richtig importiert wurden, richtig verarbeitet wurden und keine Sicherheits- oder Gesundheitsgefahr für die Verbraucher darstellen. Darauf will man sich verlassen, das ist das Grundvertrauen und das ist das, was man als Transparenzinformation auch geben kann, wie es läuft. Die Details, wie wir vorhin auch über die Züchtung gehört haben, wie der Dill gezüchtet wurde, damit er in diesen Klimakreisen besonders gut wächst, das sind Dinge, die würden den normalen Verbraucher überfordern. Also zum Beispiel, dass der Schwarzwälder Schinken von Schweinen aus Dänemark stammt, die in Polen geschlachtet worden sind und dann im Schwarzwald geräuchert wurde. Ich glaube, dass jeder Verbraucher weiß, dass ein Schwarzwälder Schinken eine besondere Geschmacksnote hat und dieses Rezept will er gerne haben, genauso wie die Schwarzwälder Kirschtorte eine spezielle Herstellungsnote ist, die auch jeder nachkochen will. Also ich denke mir, manche Bauern irgendwo im Nordischen sagen auch, das räuchere ich jetzt in der Art eines Schwarzwälder Schinkens. Darf man natürlich nie so nennen, aber es ist in erster Linie natürlich auch eine Geschmacksvorstellung, die damit verbunden ist. Und ein Schwarzwälder schmeckt einfach anders wie ein Serrano oder ein Parmaschinken. Herr Becker-Sonnenschein, da wir heute als Thema auch die wachsende Weltbevölkerung haben, an Sie nochmal die letzte Frage. Wir waren mal eine Hungergesellschaft nach dem Krieg, das sind wir nicht mehr. Wir sind eine Überflussgesellschaft. Wir kümmern uns eher darum, was auf Lebensmitteln draufsteht und wie dick oder nicht dick die machen. In was für einer Verantwortung stehen wir da aus Ihrer Sicht? Sie haben es auf den Punkt gebracht, wir sind in einer Überflussgesellschaft, es verhungern nach wie vor ungefähr 800, oder es sind vom Hunger bedroht, 800 Millionen Menschen auf dieser Erde. Und wir müssen unbedingt daran arbeiten, wie man das Vorhandene, was es an Essen vom Boden uns gegeben wird, wie das Vorhandene auf alle gleichmäßig verteilt wird. Das erreichen wir nicht dadurch, dass wir hier in unserer sehr satten Gesellschaft Standardforderungen alleine stellen, die für uns gut sind, sondern wir müssen auch bedenken, wie wir den Ländern, die noch ein Verteilungsproblem haben oder ein Ernteproblem haben, wo ein großer Teil der Ernte auf den Äckern liegen bleibt, wie man denen helfen kann, diese Nahrungsmittel auch in die Lager und in die Regale und an den Verbraucher zu bringen. Und das ist eine sehr große Herausforderung und Verantwortung und da sollten wir Obacht geben, dass wir nicht mit Programmen hier in Deutschland, die durch den Lebensstil geprägt sind, vergessen, dass wir mit unseren Lebensmitteln und mit unserem Know-how irgendwann mal 9 Milliarden Menschen auf dieser Erde ernähren wollen und ernähren müssen. Herr Becker-Sonnenschein, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung. Danke an dieser Stelle. Und liebe Zuschauer, jetzt geht's weiter mit meiner Kollegin Ina Buchholz, die hier in den 26 Hallen für Sie auf Entdeckungstour ist. So, jetzt sind wir live dabei, wie Böttchermeister Dennis Merten hier ein Fass aufmacht. Aber erstmal muss er es hier rausholen aus dem Glühweinbottich. Erstmal kommt es hier raus. Schön gekocht, wie lange? Pro Millimeter Holzstärke eine Minute. Ist schön warm jetzt. Jetzt ist es sozusagen durch. Pro Millimeter eine Minute. Das heißt jetzt? Das ist 2,5 Zentimeter stark. Also das haben wir eine halbe Stunde gekocht jetzt. Ne? Warum eigentlich? Damit das Holz weich und geschmeidig wird, damit ich es biegen kann. Jetzt werden hier die Stahlseile gespannt? Ja, jetzt werden die Seile gespannt. Und jetzt können wir hier schon mal sehen, wie jetzt sachte enger wird. Moment bitte. Es sieht jetzt nicht so leicht aus, also körperlich schwere Arbeit. Ja, doch schon. Also ich sag mal, die Kleinen hier ist ja so gut wie fast Spielerei. Wenn die Fässer größer werden, wird es dann interessanter.
Also ein Fitnessstudio brauchen wir abends garantiert keins mehr. Das ist ja Böttcher Handwerk eine sehr selten gewordene Branche, würde ich sagen, ne? Also es gibt nicht mehr so viele von unserem Gewerk und ich sag mal, die Lage ist in Deutschland überschaubar. Man kennt sich. Und du, Dennis, du arbeitest in Brandenburg bei Berlin? Ja, wir haben... Also meine, wer sind denn deine Kunden? Meine Kunden sind Weinhersteller aus ganz Deutschland und teilweise aus Italien und Spirituosenproduzenten, also Schnapshersteller in Deutschland, Innermark Brandenburg und auch deutschlandweit. Nun wird ja traditionell immer Eiche verwendet. Warum? Ja. Welche Vorteile hat Eiche? Die Eiche hat im Volksmund gesagt, diese Gerbsäure, die Tanninstoffe, die färben das Destillat oder den Wein, je nachdem, wie die Eiche innen ausgefeuert ist und eben dieses gewisse Aroma. Wenn man die Eichen toastet, gerade für Wein und für Destillate, kann man durch das Ausbrennen des Holzes verschiedene Geschmacksrichtungen aus der Eiche rausholen. Weil Vanille, Muskat und andere Töne kriegt man schön raus. Und das ist dann von Vorteil fürs Getränk, was dann da drinnen erstmal ausgebaut wird. Ne? Oder reift, sagen wir mal, reift drinnen. So, Moment mal. Wie lange brauchst du, um ein Fass herzustellen? Also wenn wir jetzt mal, nicht jetzt mal so ein kleines Mulkefässchen nehmen, sondern wenn wir ein richtiges Barrique-Fass machen, 225 Liter. Eine Person alleine vom Zuschneiden, bis der Kunde das haben kann, sind 2 Tage, man kann sagen, 8, 16 Arbeitsstunden. Dann muss das Fass fertig sein, ansonsten haben wir nichts mehr dran verdient daran. Ne? So. Jetzt ist es irgendwie gespannt. Jetzt ja, haben wir auch schon die Rundung. Wie geht's denn jetzt weiter hier? Kommt hier noch der Bauchreifen rauf. Und der wird dann richtig schön festgetrieben, weil solange wie das Holz warm und heiß ist, schieben sich die Fasern noch wunderbar ineinander. Jetzt müsste ich mal meinen Klotz ganz kurz mal. Jetzt kriegt er richtig Kante. Ja, bei großen Fässern machen das dann 2 Personen. Einer hält die Sätze und der andere hat den größeren Hammer, mit dem er antreibt. Aber in den kleinen geht es alleine halt. Ne? Da in Neuzittau, wo du dieses Handwerk ausübst, ja, kann man dir da auch über die Schulter gucken? Da kann man auch mal zugucken. Aber wie gesagt, wir machen jetzt nicht jeden Tag Fässer. Das ist, wir machen Bottiche, wir machen auch viel für Garten, also Pflanzkübel und so eine Geschichten für Gartenteiche. Aber eben alles aus Holz. Und kann man hier noch auf den Fotos sehen, es wird noch ausgebrannt dann. Die werden ausgefeuert, weil wir haben jetzt mächtig Spannung draufgebracht durch die Seile, durch Zusammenziehen, um dass die Spannung rausgeht und, was ich vorhin sagte, für den schönen Geschmack das Ausfeuern. Ne? Damit wir auch wunderbar schöne Getränke dann später mal haben, damit die Kunden zufrieden sind. Heißt es, ist jetzt schon fast fertig oder muss noch viel gemacht werden? Da kommen jetzt noch die Böden dann rein. Also es wird ausgefeuert, die Böden rein und außen wird es noch abgeputzt, damit dieses Fass, das ist original, mal später so aussieht. Und kostet dann fertig so 145 Euro? Das sind ca. 10 Liter, die kommen 145 Euro, ja. Vielen Dank für die Eindrücke. Bitteschön. Alles Gute weiterhin. Danke. Vielen Dank, Ina. Wann, liebe Zuschauer, kann man schon mal einer so tollen Köchin wie Felicitas auf die Finger schauen? Sie können das gleich hier bei unserem Grüne Woche Spezial, also bleiben Sie dran.